Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr werdet euch die Frage bestimmt auch schon mal gestellt haben. Was ist eigentlich mein Style? Was ziehe ich gerne an? Wie sollte ich mich kleiden? Was steht mir am besten? Und genau deswegen habt ihr mit diesem Video das richtige Video für euch gefunden. Ich habe vor kurzem die Reaction von Patrick, also Always Overdressed, Always Vlogging, wie man ihn auch nennen mag, auf das Video von Robert Friedrichs, das, die große Fashion-YouTuber-Style-Tierlist, wer hat den besten und schlechtesten Style in Deutschland. Und ich war, um ganz ehrlich zu sein, sehr überrascht, meinen Namen und meine Bilder in diesem Video sehen zu dürfen. Es hat mich sehr gefreut und auch hat mich sehr gefreut, wie mein persönlicher Style in diesem Video eben gerankt wurde. Dabei wurde gesagt, dass, also von Patrick und von Robert, dass bei meinem Style es ersichtlich wäre, dass ich meinen eigenen Style fahren würde, meine eigenen Lane. Ich weiß nicht, wie genau der Wortlaut war, aber so in die Richtung, dass ich mein eigenes Ding mache. Und ich habe mir über meinen Style bzw. die Schiene, die ich fahre, mir wirklich nie Gedanken gemacht. Ich habe eigentlich schon immer das getragen, was mir gefallen hat. Natürlich, und wie jeder andere, lasse ich mich auch direkt, indirekt beeinflussen von Dingen, die ich sehe. Aber es hat mich dann doch zum Nachdenken angeregt, weil, wie gesagt, ich habe mir darüber nie wirklich Gedanken gemacht. Und deswegen dachte ich mir, warum fällt den, also in diesem Fall Robert oder Patrick, auf, dass ich etwas Besonderes mache und andere eben nicht. Ein Video zum persönlichen Style finden wollte ich schon längere Zeit machen. Ich habe es dann immer wieder aufgeschoben. Aus dem einfachen Grund, ich fühle mich in keiner Position, euch zu sagen, wie ihr euren eigenen Style finden könnt, wie ihr euch kleiden solltet, weil das natürlich alles ganz individuell ist. Style ist nicht gleich Fashion, ist nicht gleich Streetwear. Style ist etwas sehr Persönliches, etwas, wie ihr eure Persönlichkeit mit Klamotten ausdrückt, unterstreicht, einfach eure Mood auch teilweise rüberbringt. Ich habe mir tatsächlich im Vorfeld dieses Videos auch Videos von YouTubern angeguckt, von deutschen YouTubern, die eben sagen, wie man seinen eigenen persönlichen Style findet. Ich werde euch jetzt nicht sagen, hier sind 5 Dinge, die ihr beachten müsst, um euren eigenen Style zu finden. Das hier sind Farbpaletten, die ihr ausprobieren solltet. Das hier sind Produktarten, die ihr ausprobieren solltet. Ich möchte euch einfach meine Erfahrung mitgeben, wie ich meinen persönlichen Style gefunden habe. Wobei, einen Style zu finden, ich glaube, man kommt nie an. Das ist ein fortlaufender Prozess ohne Ende. Und deswegen möchte ich euch einfach aus meiner Perspektive, aus meiner persönlichen Erfahrung zeigen, aufweisen, was mir im Hinblick auf meinen Style hilft, was ich als Inspiration nehme, wie ich dann in dem Maße auch darauf aufbaue. Wir lassen uns alle beeinflussen. Wenn wir einen bestimmten Lieblings-YouTuber haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sein Geschmack auf uns abfärbt, dass wir das, was dieser YouTuber cool findet, was dieser Instagrammer cool findet, was er trägt, auch tragen wollen. Dass das für uns zu einem coolen Style wird. Das ist ganz normal. Da ist auch nichts Verwerfliches bei. Das ist einfach menschlich, dass man sich irgendwo eine Bezugsperson sucht, dass man zu dieser Person gewollt oder nicht gewollt eine Bindung aufbaut und sich dadurch beeinflussen lässt. Ich selbst gucke natürlich auch viel YouTube-Videos, schaue mir auf Instagram gerne Kanäle an. Auf YouTube schaue ich mir aber nicht nur deutschsprachige YouTuber an und auch schaue ich mir die deutschsprachigen YouTuber und generell YouTuber nicht ihres Styles wegen an. Beispiel Justin oder sogar Maximilian, ich schaue die Videos gerne. Ich schaue die Videos aber nicht zwingend, weil mir der Style der Person gefällt. Selbes Spiel mit internationalen YouTubern. Heißt jetzt aber nicht, dass ich meinen ganzen Style auf dem Geschmack dieses YouTubers aufbaue. Dazu kommt dann auch noch, dass ich seit 12 oder 13 Jahren Skateboard fahre und dementsprechend auch sehr tief in der Skate-Community, in der Skate-Szene verankert bin. Mein Style hat aber auch Vintage, 70s, 80s Einflüsse. Ich gehe super gerne Vintage shoppen. Ich finde Vintage-Produkte in Kombination mit modernen Fashion-Pieces von High-End-Häusern auch sehr geil. Also es gibt nicht diesen einen Style, den ich komplett verfolge. Und ich glaube, das ist etwas, was meinen Style besonders macht, weil er keinen geradlinigen Faden hat, der sich durch meinen Style zieht.
Also es könnte sein, dass ich an dem einen Tag als Skateboy rumlaufe, an einem anderen Tag als 70s-inspired Boy, an einem anderen Tag dann eben ganz unauffällig mit schwarzen Vans, einer Levi's 501 und einem einfachen Hoodie. Also, ja, oder an einem anderen Tag auch mit Cowboy-Stiefeln, Jeans und einem Blazer drauf oder so. Also es gibt für mich persönlich nicht den einen Style, den ich jeden Tag trage oder den ich tragen würde. Was bei dem Prozess, seinen persönlichen Style, seine persönliche Note zu finden, ganz wichtig ist, bei mir sehr wichtig war, ist, dass ich damals, als ich neue Sachen getragen habe, Dinge, die es bei mir in der Schule, in meinem Freundeskreis so niemand getragen hat, war so eine gewisse Art an Überwindung, die es mich gekostet hat. Beispielsweise habe ich mir, ich glaube 2012 oder 2013, ein paar Nike SB Dunk High in Kollaboration mit Concept. Das waren die When Pigs Fly Rosa Dunks. Und ihr könnt euch vorstellen, in der, ich glaube, 10. oder 11. Klasse in der Schule mit rosa Schuhen auf einmal als Junge zu kommen, das zieht natürlich die Blicke auf sich, das ist was Besonderes. Und ich habe mich am Anfang wirklich unwohl gefühlt. Ich fand die Schuhe von Anfang an extrem geil. Mir hat das Konzept der Schuhe gefallen, die Umsetzung, mir hat das Aussehen gut gefallen. Nichtsdestotrotz habe ich mich, weil ich mir dachte, okay, die anderen finden das komisch, die anderen gucken mich blöd an, unwohl gefühlt. Und das ist auch ganz normal. Alles, was eben nicht der Norm entspricht, was der Allgemeinheit fremd ist, wird erstmal mit einem kritischen Auge angeschaut. Also bei mir war es ganz wichtig, dass ich wirklich in solche unangenehmen Situationen komme, um daraus zu lernen, zu merken, hey, es ist wirklich super egal, was andere Leute von mir denken. Am Ende des Tages hat die Person eh vergessen, dass ich diese Schuhe anhatte. Und that's it. Wenn euch wirklich was gefällt, dann müsst ihr irgendwo die Eier haben, es zu tragen, es zu zeigen und dann auch damit umgehen können, von anderen blöd dafür angeguckt zu werden. Das ist in dem Sinne irgendwo der Preis, den ihr am Anfang dafür zahlen müsst, Selbstbewusstsein aufzubauen und euch in eurer Haut wohlzufühlen. Denn natürlich jetzt, wir haben den super großen Jordan-Hype, den Nike Dunk, Nike SB Dunk-Hype. Jeder gefühlt trägt momentan eines dieser beiden Paar Schuhe, darauf eine Levi's 501 oder eine, keine Ahnung, 6PM Baggy Hose, eine ASOS Baggy Hose oder was es da gibt. Obendrauf einen Zip Hoodie, einen Hoodie, Oversized Drop Shoulders, bisschen kürzer und breit geschnitten. Und das ist ja auch absolut nicht verwerflich. Es ist momentan Trend, so rumzulaufen. Dementsprechend ist es auch das, was man momentan überall sieht. Die falsche Ansichtsweise dabei ist, dass das häufig von den Leuten, die das tragen, als Nonplusultra angesehen wird. Es ist auch da natürlich, wenn man selbst etwas geil findet, dann kann es leicht passieren, dass man seinen persönlichen Stil, seine Ansichten auf andere übertragen möchte. Weil nochmal, zum wahrscheinlich 20. Mal, ist es ganz normal, dass man Trends folgt, dass man sich von der Meinung der Masse eben beeinflussen lässt. Wie gesagt, ich komme aus dem Skate-Bereich. Ab 2014 oder sowas war ich super interessiert an Jordans, also war in dieser Sneaker-Szene auch sehr involviert. Und dann war das so, wenn ich als Skaterboy, hart gesagt, rumgelaufen bin oder im Bus war und habe andere Skater gesehen, habe ich mich super cool gefühlt, weil ich dachte, hey, geil, ich gehöre dazu. Es war so ein Gruppengefühl, die sehen aus wie ich finde die geil, die finden mich geil, also von den Klamotten. Und ich habe mich cool gefühlt. Wenn ich dann aber die Skater gesehen habe, hatte an dem Tag aber meine Jordans an und war ein bisschen mehr Sneaker-Lover angezogen, da dachte ich mir, ey, scheiße, ich hätte heute meine Skateschuhe anziehen sollen, dann würden die jetzt denken, ey, das ist ein cooler Typ. Und genau das ist das, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was denken die anderen Leute jetzt von mir, weil ich Schuh oder Hose oder Pullover XY anhab. Das ist genau das, was negative Auswirkungen auf die eigene Stylefindung hat. Wenn man mit dem Hintergedanken rangeht, was ziehe ich heute an, was anderen gefallen könnte? Was ziehe ich an, um anderen zu gefallen? Und das ist das, was ich relativ frühzeitig erkannt habe, dass mich das leicht beeinflussen lässt und mir dann eben irgendwann gesagt habe, ey Yannick, das bringt nichts. Du machst dich am Ende nur selbst damit kaputt, wenn du anderen gefallen willst. Und das war dann so ein kleiner Startschuss, der mich dazu gebracht hat, okay,
dann finde ich halt den rosa Schuh geil. Wenn andere ihn nicht geil finden, dann ist es nicht mein Problem. Ich ziehe ihn an, finde cool, dass ich die Schuhe anhab. Und so habe ich dann eben mein Selbstbewusstsein aufgebaut. Es ist Step by Step, das ist nichts, was ihr von heute auf morgen entscheidet und was dann zu 100% da ist mit dem Selbstbewusstsein. Das ist ein Prozess, der langsam, Schritt für Schritt, ja, der aufgebaut werden muss. Ihr findet euren eigenen Style, indem ihr euch in dem, was ihr tragt, wohlfühlt. Wenn ihr euch in einer Baggy-Hose Jordan 1 und einem Hoodie wohlfühlt, dann ist das so. Dann ist das halt eben euer Style. Und dann ist auch egal, ob das massentauglich ist, ob das eben jeder zweite Jugendliche trägt oder nicht. Dann ist das halt so. Nicht jeder muss zwangsläufig etwas tragen, was besonders ist, was einzigartig ist, aber indem er sich am Ende dann nicht wohlfühlt. Das bringt ja auch nichts. Also ihr selbst solltet euch bewusst machen, was ihr tragt. Ihr solltet wissen, in was ihr euch wohlfühlt. Ihr solltet nicht auf Krampf irgendwas tragen, was besonders ist, einfach nur eben aus dieser Masse herauszustechen, weil das wird dann im Endeffekt auch nur das Gegenteil bewirken und ihr werdet euch unwohl fühlen. Ziel ist es, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr selbstbewusst seid in dem, was ihr macht, dass ihr euch mit den Klamotten, die ihr tragt, wohlfühlt, selbstbewusst fühlt. Und dann, wenn ihr dieses gewisse Selbstbewusstsein aufgebaut habt, dann ist eigentlich auch egal, was ihr tragt, weil dieses Selbstbewusstsein immer so krass sichtbar ist, also in spiritueller Hinsicht, dass ihr einfach in allem gut aussieht. Es gibt keinen Style, der besser ist als der andere. Es gibt kein Nonplusultra supergeil Outfit. Also das kann es gar nicht geben, weil Style und Geschmack immer subjektiv ist. Deswegen, wenn andere euren Style nicht fühlen, dann ist das halt so, solange ihr mit euch im Reinen seid und das durchzieht, was ihr wirklich wollt. Und deswegen genießt die Zeit, ihr seid jung, ihr könnt anziehen, was ihr wollt. Ihr werdet in 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr so experimentierfreudig sein. Also ich hoffe für euch, dass ihr weiterhin sehr experimentierfreudig bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es nicht seid, ist aber sehr hoch. Deswegen probiert euch aus. Ihr werdet nie erfahren, ob ihr etwas cool findet oder nicht, wenn ihr es nicht ausprobiert habt. Nicht auf andere illegale Aktivitäten beziehen. Deswegen habt Spaß dabei, lasst euch nicht unterkriegen. Ihr seid die Besten, ihr selbst solltet euch am meisten lieben. Und dann können das andere auch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt, lasst sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.